Heute saufen wir in der schlimmsten Kantine von Yara. Oder war es Kolumbien? Kirat? Oder Tschetschenien? Lass die Flasche hier. Ist einfacher für dich. Nada. Guapo, hör zu. Regel 16. Eine Guerilla-Revolution endet nie. Es gibt immer noch einen Krieg. Noch eine Kantina. Noch einen hässlichen Barmann. Juan Cortés? Was hat mich wohl verraten, Guapo? Das ist kein scheiß Zoo hier, Abuelo. Clara wollte, dass ich dich finde. Sí. Ich habe gelernt, ihre Befehle nicht anzuzweifeln. Wirst du auch. Hey, ich kenne dich. Das glaube ich nicht. Doch, ich kenne dich. Als würde ich in einen Spiegel schauen. Was laberst du denn da? Diese Augen, Guerriera. Du findest Geschmack, redest dir ein, eine Heldin zu sein und wachst dann als Junkie auf. Ganz wie Juan Cortés. Das ist doch Zeitverschwendung. Kannst du pfeifen? Was? Nee, du kannst nicht pfeifen. Coño! Du verfickte Ratte. Du bist tot sowieso mehr wert. Was verdammt... Sieh, Guapo liebt dich. Und ich versau dir eine Ausgabe meines Buches. Bueno, mis socios, vámonos. Gute Gäste wissen, wann sie gehen sollten. Bin gleich hinter dir, alter Mann. Guapo will dein Freund sein. Oder vielleicht muss er auch nur kacken. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Komm, wir sollten hier verschwinden. Du hast schon mal geschossen, das sieht man. Wie heißt du? Dani. Clara sagt, du bist eine Legende. Ex-KGB, Ex-CIA. Ich hab mehr Exen als deine Oma Zahnlücken. Einige Männer zerschlagen Eier zum Frühstück. Aber Juan Cortés, der zerschlägt ganze Länder. Manchmal sogar vor dem Frühstück. Warte, Planänderung, Dani. Vamos. Der Plan lautet, in Claras Lager zurückzukehren. Was verdammt machen wir hier? Siehst du den Rauch? Das heißt, dass der Wachturm gerade eine Vorratslieferung bekommen hat. Mit den seltensten Materialien, die du auf Yara finden kannst. Und du wirst sie dir holen. Jetzt soll ich auch noch klauen gehen für dich? Schießpulver und Supremo-Kleber. Das klassische Herrengedeck jedes Improvisationskünstlers. Ich zeig dir, wie man Upgrades für Waffen herstellt. Denn das ist erstens cool und zweitens entspricht es Regel Nummer 9.
Verwende immer das richtige Werkzeug für den Job. Kommst du auch mit? Scheiße, nein, du hast Guapo. Mit ihm kannst du alles aufmischen, aber wenn du heimlich vorgehen willst, dann nimm ihn besser nicht mit. Immerhin bist du hier, um zu helfen, Guapo. Schnapp sie, Guapo! Komm hier. Verdammt, hast du damit vor, Juan? Schätze, das könnte nützlich sein. Noch mehr Scheiß für Juan. Das ist schon viel besser. Ich hab dein Zeug gefunden, Juan. Gute Arbeit, Donny. Und jetzt komm mal in die Puschen. Wir müssen zurück in Claras Lager. Sieh, das sage ich doch die ganze Zeit. Okay, wir haben mehr als genug. Und jetzt ziehen wir endlich Leine. Was ist das für Kram hier? Baust du was? Geduld, Danny. Regel Nummer 8. Eine Guerriera kann warten. Wie eine Spinne oder ein Serienmörder. Wie bist du eigentlich in diesem gottverdammten Loch gelandet? Ich war auf einem Flüchtlingsboot. Er kam nicht weit. Ja. Und ich bin in einem Heli bei unserer Mini-Invasion von Santuario hergekommen. Ich wurde vom Himmel geschossen. Nein, ich meine, was ist deine Geschichte? Ich bin in einem Waisenhaus in Esperanza aufgewachsen und dann zum Militär gegangen. Ich bin keine Guerillera. Ich helfe Clara nur, bis sie mich von dieser Insel runterbringt. Regel Nummer 20. Einmal Guerilla, immer Guerilla. Das reicht mir jetzt. Zu spät. Das Pferd ist aus der Scheune und jetzt sind die Kinder voller Koks, Danny. Du hast keine andere Option. Amerika ist meine Option. Natürlich. Meinst du, die Amerikaner sind scharf auf jaranisches Blut? Den American Dream gibt es nur für Amerikaner, Danny. Du gibst nie auf, oder? Nein, Guapo hasst aufgeben. Sonjo, wenn ihr euch so nah seid, warum folgt er dann mir? Guapo begleitet die, die ihn brauchen. Wie ein Therapiehund in deinem geliebten Amerika. Du kannst Guapo dein Leben anvertrauen. Ja, so weit bin ich noch nicht. Lass dir Zeit. Dein Heli ist bei der Invasion abgeschossen worden, oder? Kriegst du ihn wieder hin? Damit ich dich zu den Yankees fliegen kann? Nein, ich... Er sitzt am Boden fest, aber ich arbeite dran. Geduld damit. Höchste Zeit, dass Juan Cortés dir zeigt, wie man etwas aus nichts macht. Hab ich dir je von Regel Nummer 9 erzählt? Gerade eben, ja. Verwende immer das richtige Werkzeug für den Job. Echte Lebensweisheit. Okay. Hola. Ebola. Wer ist da? Wie viele noch? Die Legende kehrt zurück. Die Legende muss mal pissen, Cheffer. Wer ist das? Sie war mal Journalistin und wagte es, Anton Faschist zu nennen. Jetzt ist die Paria Sklavin für sein Paradies. Und nicht die einzige, Danny. Jetzt lernst du was übers Improvisieren. Mit 6 habe ich einen Kettensägenmotor und mein Fahrrad gebaut. Durch die Blockade muss ich jeden Tag improvisieren, Juan. Das ist Überleben. Für uns heißt das nicht, mit dem klarzukommen, was man hat. Wir richten Chaos an. Mit allem, was wir haben. Sprich weiter.
Die beste Waffe der Guerilla ist eine gute Waffe. Nehmen wir uns zuerst mal die Waffen vor. Nicht so ungut, aber dein Sturmgewehr ist ein bisschen primitiv. Bringen wir das Regel mal. Nummer 9. Verwende immer das richtige Manchmal liege ich nachts wach und frage mich, Juan, wie könnte man Menschen noch schneller... Ausgezeichnet, Danny. Jetzt kannst du Gegner platzen lassen wie eine reife Wassermelone. Okay, wie sieht dein anderes Gewehr aus? Mal angenommen, dein Ziel hat heute... Diese Geschosse fliegen schnell und geradeaus. Prima. Jetzt hast du deinen eigenen Vorrat an Hochgeschwindigkeitskriegsverbrechen. Sehen wir uns deine Aufsätze an. Es wird Zeit, deinen ersten Schalldämpfer herzustellen. Er macht aus einem Peng. Siehst du, wie einfach das war? Jetzt kannst du Gegner mit lautlosen Kopfschüssen umlegen wie ein echtes Arschloch. Die Werkbank ist dein Freund, Danny. Ein Freund mit gewissen Vorzügen. Los, Danny. Mach dich mit ihr vertraut. Verdammt. Sachen bauen macht süchtig. An dieser Werkbank kann man ein neues Yara errichten. Hat Kroko auch einen Namen? Hola. Ich hoffe, du bist hier, um zu helfen.